Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns weiterhin in der Vorlesungsreihe zur Biodiversität und sind bei der 17. Vorlesung angekommen, wo wir uns nun endlich mit den Säugerähnlichen, den Mammalia formis, befassen, quasi der Gruppe, welcher der Mammalia der Säugetiere vorangeht, womit wir dann quasi unser Ziel von Anfang der ersten Vorlesung jetzt fast erreicht haben. Und ja, schauen wir uns an, was behandeln wir heute? Natürlich wie immer zuerst unter Punkt 1 die Taxonomie der Säugerähnlichen. Dann gehen wir in die einzelnen Untergruppen, das ist unter 2 die ausgestorbene Gruppe der Sinoconodon. Dann die Adelobasileus, die Glamorganzähne oder auf Latein Morganucodon, die Megazostrodon, die Haldanodon, die Biberschwänze als Castoro ocauda, die Großköpfer Hadrocoidum, die Säugetiere Mammalia, wo wir eigentlich hinwollen. Und dort schauen wir uns schon mal die wichtigsten Unterpunkte der Säuger an, und zwar das, was sie natürlich maßgeblich ausmacht, das Säugen, woher sie ihren Namen haben, aber auch zwei weitere wichtige Merkmale, die in dieser Gruppe erstmalig wirklich ausgeprägt vorkommen, und zwar Haare und Zwerchfell. Gut, langer Fahrplan, und wir legen natürlich auch gleich los mit der Taxonomie. Und wie immer zuerst eine kleine Wiederholung, und zwar, dass sich bei der ranglosen Gruppe der Säugerartigen, der Mammalia formis, das ist eine phylogenetisch umstrittene Gruppe, da sie hauptsächlich die Säuger, Mammalia und einige andere Gruppen umfasst, die jedoch teilweise noch reptilienhafte Merkmale aufweisen und damit nicht komplett zu den Säugern gegliedert werden können. Da haben wir also, wie wir gerade gesehen haben, der Vorstellung Inhaltsverzeichnis die Adelobasileus, eine Gattung, die ausgestorbene Gattung der Glamorganzähne, Morganocodon, die ebenfalls ausgestorbene Gattung der Megazostrodon, die ausgestorbene Gattung der Haldanodon, die Klasse der Säugetiere Mammalia, die natürlich noch lebt, dann die Gattung der Großköpfer Hadrocoidum, die Gattung der Biberschwänze Castorocauda und last but not least die Sinoconodon, ebenfalls eine ausgestorbene Gattung. Mal anders ausgedrückt, bis auf die Säugetiere ist eigentlich alles ausgestorben von den Säugerähnlichen. Ja, wir fangen an mit der ausgestorbenen Gattung der Sinoconodon, die vor ca. 200 Millionen Jahren im Jura, im frühen Jura genauer genommen, ausgestorben sind. Und die stellen eine Mosaikform dar, da sie sowohl Säugetier- als auch Reptilienmerkmale aufweisen. Bei den Reptilienmerkmalen handelt es sich um einen mehrfachen Zahnwechsel und mehrere Zahnreihen, die Tatsache, dass der Schädel das gesamte Leben lang wächst, sowie dass Zähne von Ober- und Unterkiefer nur teilweise ineinander greifen, was Okklusion genannt wird. Die Säugetiermerkmale sind, dass Unterkiefer, Kiefergelenk und Ohr säugetierartig aufgebaut sind. Gut, das ist jetzt ein bisschen schweres Merkmal. Auch, dass das Gesamterscheinungsbild, also der Habitus, säugetierartig ist, kann man hier quasi an dieser mausähnlichen Gestalt erkennen, ist auch ein optisch sehr markantes Merkmal. Und als allgemeine Merkmale die Schädelgröße beträgt 2 bis 6 cm bei einem Gewicht von ca. 500 Gramm, womit wir auch schon bei den Adelobasileus sind. Und deren Gattung starb im Obertrias vor ca. 225 Millionen Jahren aus und gilt als das älteste aller säugerartigen Tiere. Es wurde bisher nur ein einziges beschädigtes Fragment des Hinterkopfes als Fossil gefunden und daher ist die genaue Stellung sowie die genaue Anatomie sehr umstritten. Anhand des Aufbaus des Schuppenbeins, des Quamosums und Promontoriums vermuten Experten, dass es sich hier um ein Übergangsstadium handelt. Auch zu den Glamorganzähnen, den Morganocodon, kann man nicht allzu viel sagen. Auch diese sind ausgestorben, und zwar im Unterjahr Jura vor ca. 190 Millionen Jahren. Der deutsche Name leitet sich von den Hauptfundort ihrer Fossilien, dem ehemaligen Bereich Glamorgan aus Wales, ab. Und ihre reptilienhaften Merkmale bestehen in einem primären Kiefergelenk, die Tatsache, dass Unterkiefer aus mehreren Knochen bestand, und als Säugetiermerkmale, dass sie alle vier Zahnformen vorhanden haben, wobei die Zahnformel I1, I2, C1, P1, P2, P3, P4, P5, M1, M2, M3 für den Oberkiefer und I1, I2, C1, P1, P2, P3, P4, M1, M2, M3 für den Unterkiefer beträgt. Zweites Säugetiermerkmal ist die Tatsache, dass sie nur einen einmaligen Zahnwechsel hatten.
Und als letztes Säugetiermerkmal, dass sie höchstwahrscheinlich ihre Jungtiere säugten. Aufgrund des Körperbaus wird vermutet, dass es sich um schnelle, bodenbewohnende Insektenfresser, also Insektivoren, gehandelt hat. Und die Vertreter konnten eine Größe von bis zu 10 cm erreichen und waren wahrscheinlich nachtaktiv. Damit kommen wir auch schon zu den Megazostodon, deren Gattung im Unterjura vor ca. 195 Millionen Jahren ausgestorben ist. Und die Vertreter ähnelten wahrscheinlich heutigen Spitzmäusen und wurden bis zu 10 cm groß mit einem Gewicht bis zu 30 Gramm. Auch sie waren wahrscheinlich Insektivoren, die eventuell nachtaktiv waren. Und als Reptilienmerkmal haben sie ein primäres Kiefergelenk. Säugetiermerkmale, die man bei ihnen findet, sind, dass alle vier Zahnformen vorhanden waren. Und hierbei liegt das einzige Unterscheidungsmerkmal zu den Klamorganzähnen und den Morganocodon darin, dass die Höcker der Mahlzähne, also die Molaren, der Megazostodon deutlich größer waren und von der Form ein Dreieck bildeten. Also ein sehr schweres Unterscheidungsmerkmal. Ein weiteres Säugetiermerkmal bestand darin, dass sie nur einen einmaligen Zahnwechsel hatten und höchstwahrscheinlich säugten sie ihre Jungtiere. Zudem verfügten sie bereits über ein größeres Gehirn. Wahrscheinlich hatten sie daher einen ausgeprägten Gehör- und Geruchssinn, weil mit Zunahme der Größe des Gehirns gab es dann halt verschiedene Areale, die für verschiedene Sachen zuständig waren. Ja, zu den Haldanodon kann man sagen, dass diese Gattung im späten Jura vor ca. 145 Millionen Jahren ausgestorben ist. Forscher gehen davon aus, dass es sich um teilweise im Wasser und an Land lebende Insektenfresser handelte, also sie waren semi-aquatische Insektivoren, könnte man sagen. Klingt nebenbei total intelligent, ne? Okay, anderes Thema. Was auch dafür spricht, ist, dass der kurze Körper mit seinen kurzen Gliedmaßen und dass der Schädel hart gebaut war und vermutlich über ein hartes Keratinschild oberhalb der Augen verfügte, welches als Schutz beim Graben gedient haben könnte. Ja, die Biberschwänze, Castorocauda, sind im mittleren Jura vor ca. 164 Millionen Jahren ausgestorben und erreichten vermutlich eine Länge von 42 cm bei einem Gewicht von bis zu 800 Gramm. Die Vertreter hatten einen unbreiten, unbehaarten Schwanz wie ein Biber sowie Schwimmhäute zwischen den Zehen, weswegen man vermutet hat, dass sie semi-aquatisch gelebt haben. Und Fossilien zeigen deutsche Reste vom Fell, sodass wahrscheinlich bereits gleichbleibende Körpertemperatur, also Homoiothermie, vorlag. Auch sie hatten schon alle vier Zahnformen, wobei ihre Zahnformel I1234, C1P12345, M123456 sowohl für Ober- als auch Unterkiefer lautete. Aufgrund dieses Gebissaufbaus wird vermutet, dass es sich um einen Fischfresser als ein Piscivor handelte, welcher aber auch wirbellose Wasserbewohner verzehrte. Und damit kommen wir zu den Großköpfern, den Hadrocodium. Und die Gattung der Großköpfer starb im frühen Jura vor ca. 195 Millionen Jahren aus. Ihr Name leitet sich von ihrer wichtigsten Merkmal ab, welches sie in sehr enge Verwandtschaft mit den Säugetieren bringt. Und zwar, der Kopf vergrößerte sich, sodass ein größeres, leistungsfähigeres Gehirn entstand. Dadurch kam es zur Trennung der Gehörknöchelchen, also Amboss, Hammer und Steigbügel, wie wir sie auch heute noch haben und kennen, welche damit ein unabhängiges Mittelohr bildeten von dem modernen Kieferknochen der Säuger. Ironischerweise wurden die Vertreter nur 3,2 cm lang und hatten eine Kopflänge von 1,2 cm, was eine Gesamtlänge von 4,4 cm bedeutete, bei einem Gewicht von gerade mal 2 Gramm. Damit kommen wir zu den Säugetieren, den Mammalia, wo wir eigentlich hin wollten. Und deren Klasse, wie jeder denke ich weiß, ist extrem vielfältig im Körperbau, Anatomie und Lebensweise und damit auch in der Verbreitung und Anpassung an ihre verschiedenen Ökosysteme, Ökologie, angepasst. Und diese Verschiedenheit bewirkt halt, dass es haufenweise Ausprägungen gibt. Allerdings gibt es auch einige eindeutige Merkmale, welche alle Säuger gemeinsam haben und die sie quasi zusammen als ein Taxon verbindet. Das wäre zum Beispiel, dass alle vier Zahnformen vorhanden sind. Zudem findet auch bei jedem ein Zahnwechsel statt.
Das namensgebende und wichtigste Merkmal besteht natürlich darin, dass Säugetiere Milch produzieren und damit ihre Jungtiere säugen. Und bis auf die Gruppe der Kloakentiere sind Säugetiere lebendgebärend. Ein wichtiges Merkmal ist auch, dass mindestens in einer Entwicklungsphase Säugetiere behaart sind. Das dient hauptsächlich der Erhaltung der gleichen Temperatur als der Homoiothermie. Dann haben wir noch das Merkmal, dass nur Säugetiere über ein Innenohr mit drei Gehörknöchelchen, den Steigbügel, Amboss und Hammer verfügen. Zudem besitzen sie ein Zwerchfell, welches Bauch- und Brusthöhle trennt, das ist quasi der Muskel dazwischen. Zudem besitzen sie ein weit entwickeltes Gehirn mit Neokortex, welches maßgeblich für die Verarbeitung der Sinneseindrücke zuständig ist. Und die roten Blutkörperchen, Erythrozyten der Säugetiere, haben keinen Zellkern. Auch das ist ein sehr markantes Merkmal, auch wenn es auf quasi mikrobiologischer Größe ist. Damit kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten, dem Säugen. Und das wird einfach verstanden als die Abgabe von Muttermilch an das Jungtier. Der Fachbegriff für die Milchabgabe lautet hierbei Laktation. Die Milch enthält viele Nährstoffe und führt zu einer gesicherten Verpflegung des Jungtiers sowie zum Krankheitsschutz durch in der Milch enthaltene Abwehrstoffe, zum Beispiel durch Immunoglobuline. Das sorgt natürlich für ein schnelles, sicheres Wachstum und ist damit evolutiv vorteilhaft. Für die Mutter hingegen stellt das Säugen eine hohe Investition an Zeit und Energie dar, da sie selbst die Milch produzieren muss und damit ist sie natürlich selbst auch anfälliger. Die Milchabgabe erfolgt über die Brust, welche sich über den großen Brustmuskel Musculus pectoralis major, hier mit 2 dargestellt, befindet, an dem sich der Brustkorb Thorax anschließt, hier mit 1 dargestellt. Die funktionellen Bestandteile zum Säugen werden nach außen von der Haut Dermis, hier mit 8, vor Schäden und von Fettgewebe, hier mit 7 dargestellt, vor Kälte und Druck geschützt. Saugt das Jungtier an der Brustwarze, Mammalia, hier mit 4 dargestellt, um die sich der Warzenhof hier mit 5 befindet, kommt es zum Austreten der in den Milchdrüsen Glandula mammaria hier mit 3 gebildeten Milch über die Milchgänge Ductus lactiferi hier mit 6 dargestellt. Sehr einfach ausgedrückt, saugt der Kleine an der Zitze, kommt Milch, die vorher gebildet wurde, raus. Während der Schwangerschaft erfolgt durch die dauerhafte Ausschüttung von Östrogen und Progesteron aus der Plazenta, also dem Mutterkuchen, sowie Prolaktin aus der Hirnanhangdrüse die Umwandlung von Brustdrüsenzellen in milchproduzierende Alveolarzellen. Sprich, die sind nicht vorhanden, sondern die müssen erstmal gebildet werden. Und nach der Geburt wird halt weniger Östrogen und mehr Prolaktin ausgeschüttet, was zur Ausschüttung der Muttermilch führt. Durch das anschließende Saugen des Kindes wird Oxytocin ausgeschüttet, welches weiterhin zur Produktion und Freisetzung der Muttermilch führt und zudem ein, ja, ich sage jetzt mal, Glücklichkeitsgefühl einerseits vermittelt für die Mutter und andererseits quasi, ja eigentlich von beiden Seiten auch quasi eine Art, nennen wir es mal, eine hormonelle Beziehung aufbaut, die beide miteinander wirklich dann auch emotional verbindet. Damit kommen wir zum nächsten typischen Säugetiermerkmal, was wir ein bisschen näher betrachten sollten, und zwar die Haare. Wie ich schon sagte, alle Säugetiere weisen in mindestens einer Entwicklungsphase Haare auf. Und dieses wird in der Regel auch als Fell bezeichnet und besteht maßgeblich aus dem festen Material Keratin. Und Haare erfüllen sehr vielfältige Funktionen und eigentlich alle auch davon bei uns. Es dient als UV- und Infrarotschutz, denn Haare reflektieren UV- und Infrarotstrahlen und schützen so vor chemischer Strahlung, zum Beispiel durch die Sonne. Des Weiteren haben sie eine Wärmeregulationsfunktion, denn sie speichern viel Luft in ihren Zwischenräumen und sorgen so für eine gute Wärmedämmung vor Unterkühlung, da ja eigentlich dasjenige, was immer gut wärmedämmt ist, die Luft ist und nicht das Material selbst. Drittens, sie bieten Schutz vor Nässe, allerdings nur bei Säugern, die Talgdrüsen haben oder sich ihre Haare einfetten. Und gefettete Haare weisen halt Wasser ab und schützen so vor Feuchtigkeit. Fell oder Haare können auch der Tarnung dienen, denn man kann sich mit ihnen in der Umgebung anpassen, um nicht so schnell entdeckt zu werden. Manche Tiere weisen daher einen Fellwechsel auf, besonders an Orten mit verschiedenen Jahreszeiten, Sommer- und Winterfell. Und das sieht man zum Beispiel
ganz gut an den Tieren, wo auch wirklich Winter und Sommer in dem Sinne mit Schnee oder auch mit trockener Umgebung einhergeht. Das Winterfell ist halt in der Regel immer entweder weiß, wenn viel Schnee liegt in der Umgebung, oder schwarz, je nach Umgebung, während Sommerfell meistens eher so, ja, rötliche Farben aufweist. Fünftens, auch Partnersuche und Feindabwehr sind wichtig, denn besondere Feldzeichnungen können Angreifer warnen oder attraktiv auf mögliche Partner wirken. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mit dem Aufbau befassen. Grundsätzlich können wir sagen, in der Lederhaut liegen die Haarpapillen verwurzelt und aus denen entstehen dann halt die Haare. Und über diesen befindet sich die Matrix, welche für die Bildung des Haares zuständig ist, indem sie Hornzellen aus Keratin bildet, welche sich nach oben schieben und so in das eigentliche Haar überhaupt erst bilden. An dieser gelagert befinden sich Melanozyten, welche den Pigmentstoff Melanin bilden und in die Matrix ausscheiden, sodass das Haar mit Pigmenten versorgt ist und Farbe erhält. Unterhalb der Epidermis befinden sich Talgdrüsen, welche Talg absondern können, um das Haar zu fetten und so wasserfest zu machen. Auch können Duftdrüsen vorhanden sein, welche Duftstoffe, Allelochemikalien und Pheromone absondern können. Sprich also Chemikalien, die in der Regel eigentlich Partnersuche dienen, aber leider auch Feinde etc. anlocken könnten. Der Muskel Musculus arteriopili greift auf die Haare zu und kann diese aufrichten. Das führt dann zur bekannten Gänsehaut, um eine Luftdämmschicht gegen Kälte zu bewirken. Sprich, Gänsehaut dient eigentlich der Wärmung. Ja, und damit komme ich schon zum Zwerchfell, auch bekannt als Diaphragma. Und das ist halt der wichtigste Atemmuskel, der nur bei Säugetieren vorkommt. Zweitwichtigster ist das Brustfell, das eine ähnliche Funktion hat, aber halt einfach schwächer ist. Das Zwerchfell haftet an durch die sogenannte Pleuralflüssigkeit, und zwar an der Lunge, sprich zwischen Zwerchfell und Lunge ist eine Flüssigkeit, die Pleuralflüssigkeit genannt wird, und dient ihnen dazu, dass die Sachen durch Adhäsion fest miteinander verbunden sind, aber sich trotzdem noch bewegen und ausdehnen können, ohne dass es zu Rissen kommt, weil halt die Flüssigkeit verschiebbar ist. Was passiert jetzt? Wenn sich das Zwerchfell zusammenzieht, dann atmet man ein, weil quasi es ja an der Lunge haftet. Es zieht die Lunge auseinander, in Anführungszeichen. Es erhöht sich das Lungenvolumen und in dieser Lunge entsteht dann halt ein Unterdruck. Und über Luftröhre und Mund wird dadurch dann Luft eingesogen. Beim Ausatmen dehnt sich das Zwerchfell quasi aus. Das Volumen der Lunge wird nun dadurch natürlich wieder verkleinert. Und es entsteht ein Innendruck, welcher dazu führt, dass die Luft aus der Lunge wieder ausgestoßen wird. Ja, damit sind wir mit der Theorie durch. An der Stelle bitte ich euch wieder, Papier, Stift und euer wunderbares Gehirn zur Verfügung zu haben, um inzwischen so ein bisschen an die Übung hier mal zu wagen. Mit der Bitte natürlich, dass ihr die wieder versucht zu lösen, während ich hier natürlich weiterspringe. Ihr solltet das Video an der Stelle natürlich dann pausieren. Und wie immer wünsche ich euch viel Erfolg und wir vergleichen gleich. Okay, kommen wir zur ersten von 8 Lösungsfolien, die ich hier benötige. Aufgabe 1 war: Nenne je ein Säugetier und je ein Reptilienmerkmal der Glamorganzähne, Morganocodon und der Sinocodon. Okay, was können wir also sagen? Die Glamorganzähne, die haben als Säugermerkmal, dass sie 4 Zahnformen haben, ein einmaliger Zahnwechsel und dass sie wahrscheinlich säugend waren. Als Reptilienmerkmale weisen sie ein primitives Kiefergelenk auf und hatten einen Unterkiefer, der aus mehreren Knochen bestand. Bei den Sinocodon haben wir als Säugermerkmal, dass Unterkiefer, Kiefergelenk und Ohr säugetierartig aufgebaut sind und dass der gesamte Habitus, also das gesamte Erscheinungsbild, säugerartig anmutet. Reptilienmerkmale sind hier der mehrfache Zahnwechsel, dass der Schädel das ganze Leben lang wächst und dass die Zähne nur teilweise ineinander greifen, diese sogenannte Okklusion. Zweitens, die Bieberschwänze. Castorocauda hatten Schwimmflossen zwischen den Zehen, zudem weist die folgende Zahnformel auf. Ich stehe es jetzt nicht nochmal vor. Frage: Welche Schlussfolgerungen bezüglich des Lebensraums und der Ernährung lassen sich daraus ziehen? Ja, man kann ableiten, da sie Schwimmhäute hatten, diese deuten auf eine semiaquatische, also eine teilweise wandtiefe
teilweise im Wasser lebende Leben hin. Und das Gewiss lässt vermuten, dass es sich um Fischfresser Piscivora handelte, welche aber auch wirbellose Wasserbewohner verzehrten. Drittens, warum trägt die Gruppe der Großköpfer Hadrocodium diesen Namen? Zu welchem modernen Merkmal der Säuger hatte sich ihr Kiefer bereits entwickelt? Ja, auch wenn die Vertreter sehr klein waren, hatten sie im Verhältnis einen sehr großen Kopf, wenn uns das waren 10 cm zu 30 cm ungefähr, der bereits ein weiterentwickeltes, größeres Gehirn beinhaltete, weshalb sie ihren Namen erhielten. Ein Teil ihres Oberkiefers hatte sich schon bereits zu den Gehörknöchelchen Steigbügel am Bosshammer weiterentwickelt, wie sie im modernen Säugerohr vorkommen. Viertens. Nenne vier typische Merkmale der Säuger außer Säugen, Fellhaare und Zwerchfell, weil die drei werden ja extra behandelt. So, andere Merkmale waren halt, dass vier Zahnformen vorhanden sind, dass ein Zahnwechsel stattfindet, dass bis auf die Gruppe der Kloakentiere Säugetiere lebendgebärend sind und dass nur Säugetiere über ein Innenohr mit drei Gehörknöchelchen verfügten. Zudem besitzen sie sogar ein weit entwickeltes Gehirn mit Neokortex, welcher maßgeblich für die Verarbeitung der Sinneseindrücke zuständig ist. Und last but not least, die roten Blutkörperchen der Säugetiere, die Erythrozyten, die haben keinen Zellkern. Fünftens, erläutere drei wichtige Funktionen der Säugetierhaare. Ja, da gab es mehrere. Wir haben hier den UV- und Infrarotschutz, weil die Haare UV- und Infrarotstrahlung reflektieren und so vor schädlicher Strahlung wie Sonnenstrahlen schützen. Zudem dienen sie der Wärmeregulation, weil Haare viel Luft in ihren Zwischenräumen speichern können und so eine gute Wärmedämmung vor Unterkühlung vorhanden ist. Dann schützen sie auch vor Nässe, sofern es sich um Säuger mit Talgdrüsen handelt oder der seine Haare einfettet, denn dann weisen diese Wasser ab und schützen so vor Feuchtigkeit. Des Weiteren können Haare der Tarnung dienen, denn man kann sich mit dem Fell entsprechend der Umgebung anpassen, um so nicht schnell entdeckt zu werden, weshalb manche Tiere einen Fellwechsel aufweisen, besonders an Orten mit verschiedenen Jahreszeiten. Zudem kann es der Partnersuche und Feindabwehr dienen, denn besondere Fellzeichnungen können Angreifer warnen oder attraktiv auf mögliche Partner wirken. Sechstens, welchem Zweck dient das Zwerchfell? Ja, das ist Muskel unterhalb der Lunge, der kann sich ausdehnen und zusammenziehen und somit das Lungenvolumen maßgeblich beeinflussen, weshalb er der Atmung dient. Siebtens, erläutere den Aufbau der Säugetierbrust und beschreibe die Funktion der Bauteile 3, 6, 7 und 8 anhand der rechts abgebildeten Darstellung. Was haben wir also? Die Milchaufgabe erfolgt über die Brust, welche sich über den großen Brustmuskel, Musculus pectoralis major, hier mit 2 befindet, an dem sich der Brustkorb Thorax anschließt, hier mit 1. Die funktionellen Bestandteile zum Säugen werden nach außen von der Haut Dermis 8 vor Schäden und vom Fettgewebe 7 vor Kälte und Druck geschützt. Saugt das Jungtier an der Brustwarze, Mammalia hier mit 4, um die sich der Warzenhof 5 befindet, kommt es zum Austreten der in den Milchdrüsen Glandula mammaria hier mit 3, gebildeten Milch über die Milchgänge Ductus lactiferi hier mit 6. Okay, das war's eigentlich. Damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt und können dann jetzt richtig in die Säugetiere einsteigen und kommen damit eigentlich zu den ja, modernsten und bekanntesten Vertretern, wie wir sie hier auf der Erde finden. Für andere Planeten möchte ich mich da jetzt noch nicht so aus dem Fenster lehnen, da ist noch viel zu viel offen, vielleicht in ein paar Jahrzehnten, mal schauen. Aber auf jeden Fall machen wir dann hier weiter, schauen uns die einzelnen Säugetiergruppen an und hoffe, das wird euch auch sehr interessieren, denn hier sind ja wirklich viele Sachen dabei, die man kennt. Bis dahin auf jeden Fall wünsche ich euch viel Erfolg. Viel Spaß, hoffe es hat euch gefallen, würde mich über einen Daumen hoch sehr, sehr doll freuen, hilft mir auch wirklich sehr viel weiter. Und wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.